Hallo und schön, dass du hier mit dabei bist bei deinem Podcast Selbstbewusstsein, Sexappeal und Charisma to go. Ich freue mich riesig, dass du da bist, dass wir hier miteinander Zeit verbringen. Mein Name ist Nicole Davido, ich bin Live- und Beziehungscoach, ich bin Expertin im Thema Manifestation. Und heute werde ich so eine kleine Zusammenfassung dir geben von unserem fünftägigen Workshop, der gerade auf Instagram stattgefunden hat, wo ich immer noch so sehr dran zerre, weil es einfach so eine mega schöne Co-Kreation war mit der Community. Es waren 5 auch sehr intensive Tage. Wir sind wirklich intensiv in das Thema High Value Woman Prinzip, Manifestationspower eingestiegen. Wir sind wirklich auch in meine persönliche Manifestationsformel eingestiegen und natürlich auch so in diesen Heilungsprozess, in ja, das Regulieren des Nervensystems und deine Glaubenssätze. Und es war einfach so viel wertvoller Inhalt dabei. Also ich sage ja auch immer, dieser Inhalt, der kommt dann so ein bisschen durch mich durch. Also ich bereite mich natürlich auch vor, aber dann lasse ich im besten Fall einfach los und lass das Universum quasi durch mich sprechen an dich. Und so war das für mich bei dem Workshop. Und deswegen möchte ich mit dir auch nochmal diese verschiedenen Nuggets teilen. Das ist wirklich einfach eine Zusammenfassung. Ja, eine Zusammenfassung von den letzten 5 Tagen. Natürlich waren es in den letzten 5 Tagen 5 Stunden. Jetzt schaffe ich es irgendwie in 50 Minuten, das Ganze reinzupacken. Aber ich hoffe sehr, dass das wirklich so einige der wichtigsten Punkte sind, die dann einfach so nochmal bei dir ankommen können. Und vor allem, weil der Workshop ja nur bis heute zur Verfügung war. Also wenn du die Podcast-Episode bis Freitag hörst, also direkt am Freitag, dann ist der Workshop jetzt nicht mehr zur Verfügung, aber dann bekommst du wenigstens nochmal so eine kleine Zusammenfassung. Ansonsten hat Manifest Like a High Value Woman weiterhin die Türen geöffnet. Ich freue mich unglaublich, so viele wundervolle Frauen begrüßen zu dürfen. Es ist ein wirklich sehr intensiver, exklusiver, geschützter und High Value Raum, den ich da kreiert habe. Und es ist für mich das Allerwichtigste, dass wir über einen längeren Zeitraum die Möglichkeit haben, unsere Energie, unsere Gewohnheiten, unser Leben zu verändern. Ja, also es gibt ja für diese Veränderung und für diesen Veränderungsprozess kein Quickfix. Es gibt nur den neuen Weg, den wir immer und immer und immer wieder gehen dürfen. Und irgendwann ist dieser neue Weg unser neues Normal. Und der ist dann behaftet mit neuen positiven Glaubenssätzen und mit viel innerer Ruhe und Entspannung und Ankommen und Frieden und Heilung. Aber deswegen ist es halt wichtig, dass wir diesen Weg immer wieder gehen. Und das ermögliche ich in Manifest Like a High Value Woman. Deswegen 12 Wochen, jeden Tag von mir, eine Morgenroutine über Audio. Oh, darauf freue ich mich wirklich fast am meisten, weil es einfach für mich so cool ist, 7 Tage die Woche mit dir zusammenzuarbeiten, weil ich einfach da schon die krassen Ergebnisse sehe durch. Und deswegen, es lohnt sich so unglaublich, dabei zu sein. Und ich habe wirklich in den letzten Jahren, ich glaube jetzt inzwischen schon fast 400 Frauen durch dieses Programm begleitet. Die Ergebnisse, die habe ich mir jetzt einfach in den letzten Tagen nochmal angeschaut, weil ich immer wieder Testimonials bekomme, immer wieder Nachrichten bekomme. Menschen, die ihren Traummann manifestiert haben, nachdem sie über so viele Jahre Single waren, inzwischen ein Baby manifestiert haben oder ihren Traumwohnort oder einfach einen ganz anderen inneren Zustand. Oder natürlich eine erfolgreiche Business oder mehr Leichtigkeit, die Panikattacken losgeworden. Also die Liste geht on and on and on und darauf bin ich natürlich unglaublich stolz. Vor allen Dingen bin ich stolz auf diese High Value Women, die natürlich auch irgendwann den ersten Schritt gegangen sind. Deswegen, also ich lade dich herzlich ein. Du findest alle Details in der Beschreibung. Jetzt geht's aber erstmal los mit der kleinen Zusammenfassung von diesem unfassbar schönen Workshop. Ich wünsche dir viele Erkenntnisse und freue mich wie immer von dir zu lesen. So, ich freue mich riesig, jetzt hier mit dir Zeit zu verbringen. Ich chille hier in meinem Podcast-Studio und bin gerade wach geworden vor
circa einer Stunde, habe meine Morgenroutine gemacht und dachte mir, jetzt nehme ich diese Podcast-Episode auf und reflektiere mal so ein bisschen den Workshop, der gerade stattgefunden hat. Manifest Like a High Value Woman, das war mein gratis Workshop, vielleicht warst du dabei. Es waren fast 800 Menschen angemeldet, also ich bin mir sicher, dass einige Podcast-Hörerinnen dabei waren. Und ich möchte heute so eine kleine Zusammenfassung geben von dem Workshop, weil so wertvolle Learnings geteilt wurden. Also ich habe wertvolle Learnings mit dir geteilt. Das kam quasi so durch mich durch, von oben, sag ich ja immer, vom Universum. Also es gibt so Momente, da schaffe ich es wirklich, mich selbst aus dem Weg zu räumen. Und dann erlaube ich quasi eher, dass etwas durch mich durchspricht, anstatt dass ich mit dir spreche. Ich weiß nicht, ob das für dich Sinn macht. Für meinen Quatschi macht es manchmal keinen Sinn. Aber das ist auch völlig egal. Wichtig ist, dass da diese Nuggets bei dir ankommen, so dass du diese Learnings in dein Leben integrieren kannst und dann natürlich im Außen andere Ergebnisse manifestieren kannst. As simple as that. Ja. Und heute gehe ich einfach nochmal von Tag 1 bis Tag 4, also bei Tag 5 waren einfach Fragen, gehe ich einfach durch und wir schauen einfach mal, was jetzt so durch mich durchkommt und was jetzt so entsteht in dieser Podcast-Episode. Im ersten Tag ging es ja wirklich darum, Manifest Like a High Value Woman. Da habe ich auch in der Podcast-Episode letzte Woche extrem viel drüber gesprochen, was es eigentlich braucht, zu manifestieren wie eine High Value Woman. Und ja, ich fasse das natürlich heute sehr, sehr kurz zusammen, aber es geht vor allen Dingen ja darum, dass wir das High Value Woman Prinzip leben. Und was ist das High Value Woman Prinzip? Also ich teile heute mit dir wirklich nur eine einzige Säule und alleine wenn man nur diese eine Säule vom High Value Woman Prinzip verkörpert, manifestiert man schon erfolgreich und vor allen Dingen lebt man ein Leben, was sich innerlich ruhig, gelassen, ausgeglichen und angekommen anfühlt. Ja? Und das ist die Säule Bewusstsein, Selbstbewusstsein. Ich bin mir selbst bewusst. Weißt du, letztendlich geht es darum, als High-Value-Woman dich vor allen Dingen selbst so gut zu kennen, dass dir im Außen gar nichts mehr irgendjemand kann, weil du selbst weißt, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen und vor allen Dingen, wann bist du getriggert, wann bist du aktiviert, ja? Also eine High-Value-Woman kann ganz genau wahrnehmen, wann sie körperlich quasi aktiviert ist und dann damit oft in so eine negative Gedanken- und Gefühlsspirale rutscht. Und weil sie dieses Bewusstsein hat, weil sie genau weiß, wie sie funktioniert, kann sie schneller aussteigen. Also ich kann dir nicht versprechen, dass du nie wieder getriggert wirst, aber that's not gonna happen. Aber dieses Aussteigen, dieses ich wähle neu, ich treffe die Entscheidung, dass da nicht meine Energien fließt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Streitsituation uns anschauen oder irgendwo Drama im Außen oder irgendein Mensch, der uns nicht wertschätzt, ja, oder irgendeine Situation, wo du genau weißt, das dient mir gerade eigentlich 0,0. Und wenn du in deiner High-Value-Woman-Energie bist, dann geht es darum zu sagen, warte mal, da wo meine Energie ist, da entsteht mehr von. Da wo mein Fokus ist, da entsteht mehr von. Deswegen werde ich jetzt aussteigen und ich werde meinen Fokus, meine Aufmerksamkeit dahin richten, wovon ich tatsächlich mehr will. Und das ist das Bewusstsein, was du brauchst, um ja auch erfolgreich zu manifestieren, weil so oft verbringen wir unsere Zeit mit Dingen, die uns nicht dienen und dann wundern wir uns, dass wir mehr Dinge anziehen, die wir nicht wollen. Ja? Das heißt, dieses Bewusstsein zu haben, wenn irgendjemand im Außen dich triggert, und das können die kleinsten Dinge sein, das kann einfach der Busfahrer sein, ja, der irgendwie ja schlecht drauf ist und dich irgendwie anmotzt oder sowas und dich das irgendwie triggert und du dann im Bus sitzt und dir die nächste halbe Stunde darüber Gedanken machst, dass dieser Busfahrer so scheiße war zu dir, ja, also das ist jetzt so ein banales Beispiel, aber wir verschwenden tatsächlich sogar so viel Energie an Menschen, die wir nicht mal kennen, die uns eigentlich scheißegal sein können, aber wir sind dann verletzt in dem Moment, sind dann irgendwie getriggert, getroffen und schwupp sind wir die nächste halbe Stunde nicht bei unseren Träumen, bei unserer Vision, bei den Dingen, die wir erleben, erfahren, kreieren, erschaffen, manifestieren wollen, sondern wir sind bei dem Busfahrer, der uns gerade angemotzt hat.
Eine High-Value-Woman hat Bewusstsein und weiß, warte mal für einen Moment, das nehme ich gerade nicht persönlich, das hat gerade nichts mit mir zu tun und da steige ich jetzt aus. Und dafür braucht es ein extrem starkes Körperbewusstsein und darüber haben wir im ersten Workshop-Tag extrem viel gesprochen, dass wir vor allen Dingen Routinen und Rituale dafür nutzen können, um dieses Körperbewusstsein zu stärken und vor allen Dingen unser Nervensystem zu regulieren. Weil was passiert, wenn wir in irgendeiner Form aktiviert sind? Das ist unser Nervensystem, was hoch oder runter fährt. Ja? Also in Form, entweder ist es dann so dieses total Fluchtmodus, Flucht- oder Kampfmodus, ja, Fight, Flight. Oder wir fahren komplett runter und dann sind wir in so ein, ja, so ein People-Pleaser-Modus und in so einer, ja, in so einem dissoziierten Modus, also wo wir uns dann quasi komplett zurückziehen und so auch nicht mehr richtig verkörpert sind und bei uns sind, sondern dann eher die ganze Zeit schauen, was ist alles in Ordnung in unserer Umgebung, ist alles okay, sind die ganze Zeit wirklich eher im Außen, ja, bei den anderen, als anstatt bei uns. Und deswegen ist es auch so wichtig, Resilienz aufzubauen. Also es ist wichtig, dass du lernst, dein Nervensystem zu regulieren, aber nicht nur in den Momenten, wo du aktiviert bist, sondern auch ja quasi schon vorher so durch deine täglichen Praxisen wie so ein Muskel aufgebaut hast, dass du schneller aussteigen kannst. Und da haben wir am Workshop-Tag dran gearbeitet, dass du mal schaust, okay, was kannst du denn für tägliche Routinen wieder integrieren? Ja, also wie startest du denn morgens auch in den Tag, wo du wirklich erstmal groundest, erstmal bei dir ankommst, erstmal einen tiefen Atemzug nimmst in deinen Bauchraum. Ankommst in diesem Moment, ja, das kannst du jetzt auch gerade tun, ja, dass du dich daran auch erinnerst, dass du nur aus der Gegenwart heraus erschaffen kannst, dass du in deinem Körper ankommst, dass du erstmal etwas tust, was für dich ist und nicht sofort irgendwie ans Handy oder sogar, wenn du Kinder hast, sofort bei den Kindern sein, sondern erstmal, auch wenn es nur 5 Minuten erstmal sind, weil das vielleicht in dem Moment nicht anders möglich ist, weil ne, du bist vielleicht gerade Mama geworden, hast vielleicht ein kleines Baby, das Baby braucht dich, aber du gehst ja auf Toilette und alleine nur bewusst auf diese Toilette zu gehen, also in Form von, du stehst auf, du spürst deine Füße auf dem Boden, du nimmst diese Erdung wahr, du nimmst wahr, wie du von Mama Erde getragen bist. Ja, anstatt sofort im Kopf zu sein und deine To-Do-Liste durchzugehen, erstmal wirklich jeden Schritt zu spüren, wie du ins Bad gehst. Ja, vielleicht wäschst du deine Hände, dein Gesicht, dann spürst du das Wasser auf deinen Händen, in deinem Gesicht. Ja, du legst für einen Moment einfach kurz die Hand auf deinen Bauch, auf deine Brust, du nimmst einen tiefen Atemzug ein und signalisierst damit deinem Körper, wir sind sicher, es ist alles okay. Weil was diese extremen Empfindungen, nenne ich das jetzt mal, in unserem Körper machen, die steuern natürlich unsere Gedanken, genauso wie unsere Gedanken unsere Empfindungen steuern. Das heißt, es ist wichtig, natürlich wahrzunehmen, was sind da für Gedanken, was sind da auch für Gefühle, ja, die im Endeffekt durch diese Gedanken ausgelöst werden. Und welche Gedanken werden wiederum durch diese Gefühle ausgelöst? In welcher Gedanken ja, Gefühlsspirale befinde ich mich eigentlich gerade. Das braucht Bewusstsein. Und da dann bewusst auch aussteigen zu können, ist unfassbar kraftvoll. Auch aufzuschreiben, ja, also ich bin ja ein großer Fan vom Journaling. Wenn du merkst, dass es extrem laut ist und dass du da gar nicht mehr rauskommst, dich unter eine eiskalte Dusche zu stellen, ja, das ist wirklich sagen, nee, stopp, ich gehe jetzt hier nicht mit. Ich fahre jetzt mein System wieder runter. Das ist unsere Verantwortung. Wenn du dich in deiner High-Value-Woman verankert hast, dann übernimmst du Verantwortung für deine Gefühle. Es kommt nicht jemand und schneidet dich auf und packt da Gefühle rein. Du bist für deine Gefühlswelt verantwortlich. Niemand im Außen. Ja, und das ist das Bewusstsein, was wir brauchen. Und das haben wir am Tag 1 gemacht, weil wenn du dieses Bewusstsein auch hast und auch weißt, wie dich zu regulieren und runterzufahren, dann kannst du dir auch die Frage stellen, was ist denn überhaupt so meine inner High-Value-Vision? Darüber haben wir auch gesprochen. Also was ist quasi meine innere Vision über, wie sich mein Leben anfühlen soll? Weil was wir ganz oft in der Manifestationsarbeit machen, ist, dass wir uns natürlich vorstellen, boah, Traummann, finanzielle Freiheit, super schönes Haus, geile Urlaube, neues Auto, ja, das ist alles schön, ja, erfolgreiche Business, la la la, das ist alles schön. Und glaub mir, wenn ich auch mein Leben anschaue, I love the abundance, ja, also ich liebe die Fülle, die mich inzwischen umgibt. Ich
bin so dankbar über das, was ich mir kreiert habe in Form von meinem Traummann, meinem Baby, die Hunde, ja, mein Haus. Es ist alles wunderschön. Ja, die Urlaube, die ich mir oder uns ermöglichen kann, es ist unfassbar schön. Aber nichts geht über die innere Freiheit. Nichts geht über das Bewusstsein und die Möglichkeit zu wählen. Ja, also es gibt ja Menschen mit viel Geld, mit ihrem hotten Menschen an der Seite, ja, mit einem sexy Mann an der Seite, und die sind trotzdem innerlich unruhig und im Kampf, und das ist also letztendlich nicht garantiert, dass, wenn du diese ganzen schönen Dinge im Außen hast, dass du im Innen ein ganz bestimmtes Gefühl haben wirst. Nee, diese innere Stabilität, die bekommst du, ja, weil du sie in dir erschaffst, nicht weil irgendwie dir dein Traummann oder dein Traumhaus oder die finanzielle Freiheit das geben wird. Ja, die erschaffst du in dir, und die erschaffst du in dir in diesen Momenten von, ich werde mir bewusst, in diesen Momenten von, ich komme erstmal hier in meinem Körper an, ich steige aus diesen extremen negativen Gedankenstrudel, und das tue ich, indem ich mein Nervensystem reguliere, ich atme tief, ich springe in den eiskalten See, ich schüttel meinen Körper aus, da kommen wir auch gleich zu, weil das haben wir ja dann in Tag 4, habe ich sehr viele somatische Übungen geteilt, aber das ist vor allen Dingen für den Moment. Aber vor allen Dingen ist es wichtig, ja, so eine Resilienz aufzubauen, dass du dir diese Frage stellen kannst, wie soll sich mein Leben anfühlen? Also, dass du jeden Tag etwas tust, um quasi diesen Muskel aufzubauen. Ja? Deswegen, wir haben am ersten Tag als Hausaufgabe auch gehabt, was kannst du so tun, um dein Nervensystem zu regulieren? Natürlich gehört da Sport, gesunde Ernährung, Achtsamkeitstraining, Meditation, ja, morgens erstmal Wasser trinken und so weiter. Und dann, was ist deine Inner High Value Vision Statement? Also, was ist deine Vision? Ja, ich fühle mich, in meinem Fall für 2024 ist es, ich fühle mich ruhig und gelassen und lasse meine Intuition mich guiden, also mich führen. Ja, für mich ist ganz viel dieses Jahr, dieses Entspannung, dieses ruhig, gelassen und vor allen Dingen intuitiv. Und da richte ich jeden Tag meinen Fokus drauf. Das heißt, wenn irgendwas im Außen passiert, dann erinnere ich mich daran. Okay, Nicole, warte mal. Was ist deine Inner High Value Vision Statement? Wie willst du dich innerlich fühlen? Ja, wie willst du dich heute Abend fühlen, wenn du schlafen gehst, wenn du morgen früh wach wirst? Ruhig und gelassen, okay, gut. Willst du jetzt da deinen Fokus hinschicken auf diese Sache, die dich gerade aktiviert, oder willst du da schnell aussteigen? Und ja, die Antwort ist meistens, ich will da schnell aussteigen, weil meine Energie ist meine wichtigste Währung, und die brauche ich für meine Träume, für meine Familie, für die Dinge, die mir wirklich, wirklich am Herzen liegen und wichtig sind, ja. Also von daher, das war Tag 1. Wir gehen rüber an Tag 2. Tag 2 ging es im Workshop vor allem um meine Manifestationsformel. Und ich habe aber natürlich nur einen kleinen Teil meiner Manifestationsformel geteilt. Naja, besser gesagt, am ersten Tag, durch dieses Bewusstsein und auch dadurch, dass du dir die Frage stellst, wie soll sich mein Leben anfühlen, ja, gehst du quasi schon den ganz ersten Schritt meiner Manifestationsformel, weil da geht es sehr, sehr oft, oder da geht es eigentlich immer darum, ja, was sind so meine Magnetic-Gefühle, also was sind die Gefühle, die ich täglich in irgendeiner Form einladen will, und die dann letztendlich, ja, wie so deswegen Magnetic, die dann die Dinge, die ein Match sind zu diesen Gefühlen, automatisch anziehen. Deswegen Magnetic Feelings, ja. Also wenn du weißt, okay, mein Leben soll sich ruhig, gelassen, intuitiv anfühlen, dann sind wir jetzt im zweiten Schritt, und es ging darum, wirklich deine Ziele zu setzen. Ich bin ja natürlich Coach, ich liebe Ziele setzen. Ich kann dir auch so viele Studien schicken, die wirklich belegen, wie kraftvoll es ist, wenn wir unsere Ziele setzen. Und wenn wir sie aufschreiben und wenn wir dann eine klare Absicht, eine Intention hinter packen. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon. Ich schreibe meine Ziele jeden Morgen auf, ja. Und ich bin ein großer Fan davon, dass du es auch tust, weil ich sehe das natürlich an meinen Kunden, an meinen Klientinnen, was für unfassbare Ergebnisse die haben, wenn die ihre Ziele täglich aufschreiben. Und auch wieder hier, das machen wir auch gemeinsam in der Morgenroutine bei Manifest Like a High Value, mit einem Gruppencoaching, im Online-Kurs. Da werden wir gemeinsam
Ziele setzen jeden Morgen, also quasi die auch aufschreiben, weil das ist natürlich so eine Sache, das ist eine neue Gewohnheit, die integriert werden darf. Also für mich ist das so ganz klar, ich mache das einfach, weil es ist eine Gewohnheit. Eine Gewohnheit ist ja etwas, was wir dann irgendwann automatisch machen. Dann ist das nicht mehr so etwas, worüber wir nachdenken müssen. Das heißt, ich schreibe jeden Morgen meine Ziele auf, weil ich weiß, wie kraftvoll das ist. Und das ist inzwischen einfach ja automatisch quasi. Und deswegen werde ich das in die Morgenroutine integrieren, die ein Teil von meinem Programm ist. Einfach weil ich weiß, dass es in der Gruppe und ja einfach viel leichter ist und die Morgenroutine wird per Audio dieses Mal stattfinden. Also es ist alleine nur wegen dieser Morgenroutine lohnt es sich so sehr, bei Manifest Like a High Value mit dabei zu sein. Also es ist so cool. Auf jeden Fall, ich lade dich dazu ein, dir dein Ziel zu setzen. Vielleicht ist es dein Traummann zu manifestieren, deine finanzielle Freiheit zu manifestieren. Musst du natürlich einen ganz bestimmten Betrag am besten sagen. Also ne, dass du zum Beispiel einen ganz bestimmten Umsatz machen möchtest. Aber vielleicht ist es dein Traumhaus, vielleicht ist es aber auch ein innerer Zustand, ja, also wieder zurück zu Schritt 1, also mehr Leichtigkeit, Nähe, Liebe in dein Leben. Aber da möchte ich dich jetzt auch dazu einladen, wenn du merkst, dass du so ein Ziel setzt mit so Gefühlen, also Leichtigkeit oder irgendwie mehr inneres Ausgeglichensein oder Zufriedenheit oder so, dann lade ich dich dazu ein, mal dir die Frage zu stellen, woran würde ich das erkennen? Also woran würde ich erkennen, dass du so mehr Leichtigkeit in dir manifestiert hast? Also woran im Außen würde ich das erkennen? Weil Ziele setzen bedeutet auch etwas messbar zu machen. Also woran sehe ich das? Ich setze meine Ziele gerne smart. Kennst du vielleicht auch aus dem Business-Kontext. Also smart, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Also die Smart-Formel. Ja, und was bedeutet das? Das bedeutet spezifisch, also wirklich zu sagen, okay, am 1.10.2024 lebe ich in einer erfüllten Beziehung mit meinem Traummann. Ja, das ist jetzt sehr spezifisch auch in terms of dem Termin, also terminiert. Du kannst es auch lockerer machen, weil ich möchte nicht, dass du dich stresst und sagst, oh Gott, bis zum 1.10., oh mein Gott, sondern dass du wirklich sagst, okay, in 2024 lebe ich in einer erfüllten Beziehung mit meinem Traummann. Wichtig ist, dass du das auch so im Präsens aufschreibst, also das hat einfach nochmal was mit der Quantenphysik zu tun, also da steige ich jetzt nicht so intensiv drauf ein, aber vertraue mir da einfach, setze dein Ziel im Präsens, also dass das jetzt schon die Realität ist, ja, also ich bin in 2024 in einer erfüllten Beziehung mit meinem Traummann zum Beispiel oder ich habe in 2024 ein monatliches Einkommen von 5.000 Euro netto, ja. Du kannst sogar noch spezifischer werden, sodass du wirklich auch so ein paar Notizen zu deinem Traummann machst. Also was soll das für ein Mensch sein? Also was hat der für Fähigkeiten? Was hat der für Hobbys vielleicht? Ja, oder was hat der für eine Energie? Er ist vielleicht tolerant, er ist offen, er ist witzig. Ja, also er hat vielleicht Humor, er liebt auch das Reisen, er ist interessiert, solche Sachen. Ja, das kannst du natürlich auch noch dazu aufschreiben. Wenn du zum Beispiel dir eine Wohnung manifestierst, ich habe da drüber auch im Workshop gesprochen, weil ich so eine Queen war schon vor einigen Jahren, so Wohnungen zu manifestieren. Also ja, ich beschäftige mich ja mit dem Thema Manifestation schon seit, mein Gott, über 20 Jahre und deswegen hat das für mich auch, bevor ich so meine großen Dinge, ich sage jetzt mal großen Dinge wie jetzt Trauma, finanzielle Freiheit, Körperliebe und so manifestiert habe, habe ich schon sehr lange so kleinere Dinge manifestiert, also in Anführungsstrichen kleinere Dinge wie Wohnungen, ja. Und ich weiß noch zum Beispiel genau vor 10 Jahren habe ich eine so krasse Wohnung in Berlin, Prenzlauer Berg, manifestiert und alle haben mir gesagt, Nicole, für dein Budget, wo du wohnen willst und deine Vorstellung, du kannst das vergessen, das gibt es gar nicht. Und ich habe das genauso manifestiert. Und damals war mein Ziel, in 2014 lebe ich in einer Zweiraumwohnung, also in einer Zweizimmerwohnung mit Balkon, mit Blick auf den Fernsehturm im Prenzlauer Berg, mit einer Warmmiete von 400 Euro. Ja, das war nämlich mein Budget. Und ja, da habe ich diese Wohnung manifestiert, in der ich auch einige Jahre gelebt habe, die wirklich auch in meinem Leben so einen, ja, einfach so einen großen Unterschied gemacht hat, weil die war einfach so unglaublich schön und ja, das war einfach so unmöglich, in Anführungsstrichen, die
bei der Besichtigung, es waren hunderte Menschen da. Also es hat geregnet und die Straße war voll Menschen. Es ging wirklich die ganze Straße runter. Spannende Menschen haben sie sich angestellt. Und wie ich die manifestiert habe, war einfach so magisch. Und das zeigt aber einfach auch wieder, da habe ich mir auch dieses Ziel gesetzt. Und da war ich auch sehr spezifisch. Ich wollte unbedingt einen Balkon. Ich wollte einen Blick auf den Fernsehturm. Ich wollte sogar ein Hochbett und so ein Walk-in-Closet, also so einen begehbaren Kleiderschrank. Und ich hatte das alles. Also es ist diese Wohnung. Es ist einfach wieder, ja, für mich damals ein wunderschöner Motivationsschub gewesen, dass Manifestieren so unglaublich gut funktioniert, wenn man sich da ein paar Spielregeln bewusst ist. Obwohl ich dazu sagen muss, damals war ich noch extremst in einer Negativspirale, was Beziehungen zum Beispiel anging und auch was Geld anging. Also ich konnte mir so eine Wohnung für 400 Euro manifestieren, aber das war auch, weil das war mein Budget. Genau, also von daher, da durfte ich auch noch ganz, ganz, ganz viel heilen. Das haben wir dann auch an Tag 3 gemacht. Aber erstmal haben wir uns wirklich ganz spezifisch die Ziele gesetzt. Ja, also mach das bitte. Schreib mir die gerne. Ich liebe das, deine Ziele zu lesen. Das ist für mich immer das Allerschönste. Und dann haben wir uns natürlich auch damit beschäftigt, auch das ist alles noch Tag 2, was diese Ziele von dir brauchen. Ja, also im Leben ist alles ein Geben und ein Nehmen. Also du setzt dir ein Ziel und sagst, Universum, ich will meine Traumbeziehung, mein Traumhaus finanziell frei sein. Okay, dann sagt das Universum, und was kriege ich von dir? Und deine Ziele werden von dir eine neue Identität brauchen. Also wir haben dann nochmal intensiv die Identitätsarbeit gemacht, weil letztendlich kannst du nicht mit der Art und Weise, wie du jetzt gerade bist, ja, weil wir manifestieren ja mit unserem Seinszustand, du kannst nicht mit der Art und Weise, wie du jetzt gerade bist, davon ausgehen, dass du die Dinge in dein Leben ziehst, die du dir wünschst, weil du brauchst eine andere Version deiner selbst. Und es geht nicht darum, eine bessere Version deiner selbst zu sein, du bist jetzt schon vollständig, nein, es geht nur darum, eine Version deiner selbst zu verkörpern, die anders ist, also in Form von andere Gedanken, andere Gefühle, aufgrund dessen andere Entscheidungen trifft und daraufhin natürlich auch eine ganz andere Realität im Außen wahrnimmt, ja, und auch kreiert und erschafft. Also natürlich aufgrund der anderen Gedanken und Gefühle auch anders handelt, ja, anders in die Umsetzung kommt. Und deswegen, ich lade dich dazu ein, einmal deine Ziele aufzuschreiben und dann dir die Frage zu stellen, was brauchen diese Ziele von mir? Und dann dir wirklich mal bewusst zu werden, wie agiert diese Version deiner selbst? Was hat die für Gedanken? Was hat die für Gefühle? Was hat die für ein Umfeld? Was hat sie vielleicht losgelassen? Was hat sie für tägliche Routinen, Rituale? Was traut sie sich? Ja? Wie spricht sie über sich, über andere? Was konsumiert sie täglich? Ja, was macht sie quasi für Dinge auf einer täglichen Basis? Also Self-Care, Sport, Ernährung, da fließt alles mit rein. Wie ist ihr Nervensystem aufgestellt? Ja? Und ich gebe dir einfach mal ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Also ich setze mir ja auch immer Ziele. Momentan schreibe ich dann jeden Morgen auf, was brauchen diese Ziele von mir? Und bei mir ist zum Beispiel, ich habe zum Beispiel das Ziel, dieses Jahr eine neue Küche zu installieren, also wirklich eine neue Küche zu kaufen. Also es braucht natürlich einen gewissen Invest. Also so eine neue Küche ist natürlich ein gewisser Invest. Ich habe diese Küche auch vor Augen, also hier bei uns im Haus. Und also das ist jetzt einer meiner Ziele. Ich habe natürlich mehr. Und was braucht es von mir, ist natürlich, dass ich hier jetzt einfach auch, weil das natürlich auch einen ganz bestimmten finanziellen Invest braucht, brauche ich natürlich Ruhe und Gelassenheit. Ja, ich brauche Fokus, weil ich brauche natürlich auch Ideen für, was meine Arbeit angeht, Produkte, aber auch andere Mittel, um vielleicht Geld zu generieren, also in Form von Investitionen, die ich eventuell tätigen könnte. Einfach auch das Ganze so anzugehen, dass es irgendwie nicht eine Verschwendung ist, also dass man schaut, okay, wo kann ich tatsächlich aus der Fülle heraus diese Küche manifestieren und auch richtig gute Deals bekommen, ja, also wirklich mit Menschen zusammenarbeiten,
Therapeuten, die mich da vielleicht unterstützen, aber dann natürlich intuitiv das Ganze angehen und natürlich schauen, dass ich wirklich an die richtigen Menschen gerate. Das heißt, es braucht alles von mir Routinen, Rituale. Das heißt, was macht diese Version meiner selbst, die in dieser neuen Küche lebt? Die bewegt täglich ihren Körper, die reguliert täglich ihr Nervensystem, die verankert sich erstmal in ihrem Körper und nimmt einen tiefen Atemzug, wenn es irgendwie mal herausfordernd wird oder wenn im Außen gerade mal viel los ist. Ja? Sie beobachtet ganz bewusst ihre Gedanken und geht nur mit den Gedanken mit, die ihr tatsächlich dienen. Ja? Also ich glaube nicht alles, was ich denke, sondern gehe wirklich nur mit den Gedanken mit, die mir ganz, ja, ganz klar auch dienen. Ja, ich nehme die Empfindungen in meinem Körper wahr. Ich koche, das war auch eine große Sache, ich koche täglich, so dass auch mein Blutzuckerlevel in Balance ist. Auch das reguliert das Nervensystem. Auch das, ne, unterstützt mich dabei, ruhig und gelassen zu sein, weil auch hier wieder geht es ja darum, innerlich, ja, quasi so einen ganz bestimmten Zustand zu haben, der quasi zu dieser Küche passt. Und das ist jetzt irgendwie so banal, aber das ist letztendlich, um was es geht. Das heißt, damit beschäftige ich mich jeden Tag, wirklich in mir diese ganz bestimmten Gefühle zu kreieren. Diese Gefühle, die ich auch spüre, wenn ich mir vorstelle, dass ich in dieser Küche sitze und da meinen Kaffee trinke, ja. Das Ding ist auch, also Kaffee trinke, oh Gott, jetzt muss ich was dazu sagen, weil als ich diese Identitätsarbeit gemacht habe, weil manchmal, man setzt sich hier nur, man schreibt einfach los und dann schaut einfach mal, was entsteht. Und bei mir kam ganz oft, weil ich ja vor allen Dingen in diesem Jahr in der Überschrift dieses Jahr hat ganz viel dieses innere Ruhe, Gelassenheit, Intuition. Ja, und dann kam auf einmal so der Impuls, während ich da irgendwie meine Identitätsarbeit gemacht habe, dass Kaffee mir nicht gut tut. Und ey, mein Verstand ist sofort reingegrätscht und war so, nee. Also diesen Impuls, den lassen wir jetzt. Da schreiben wir gar nichts erst zu auf. Und ich war so, nee, weil ich will keinen Kaffee aufhören zu trinken. Ich liebe meinen Kaffee. Ich so, nee. Also ich habe schon so viel aufgehört, jetzt nicht noch meinen Kaffee. Und dann habe ich das wirklich gar nicht aufgeschrieben. Das war jetzt vor einem Monat oder 6 Wochen oder so. Ich so, nee, das schreibe ich jetzt nicht auf mit dem Kaffee. Ich habe das schon seit Januar, seitdem ich mich mit diesen ganz bestimmten Zielen für 2024 beschäftige, habe ich das so weggeschoben. So, nope. Ich liebe meinen Kaffee, fertig, aus. Ja, und dann war ich mit einer Freundin was trinken und die hat dann auch nochmal, die ist so Ayurveda-Expertin und hat dann auch nochmal mit mir so gequatscht und manchmal spricht ja dann das Universum sogar durch Menschen, ja, und dann meinte sie zu mir, ja, Nicole, also Kaffee für deinen Konstitutionstyp, und so, ich so, oh nee, jetzt fängst du auch schon an mit dem Kaffee, bitte nicht. Und dann habe ich aber ja, mit ihr weiter darüber gesprochen. Dann meinte sie, Nicole, vielleicht ist dieses Kaffeetrinken auch einfach nur so ein Ritual, ja, so ein warmes Getränkritual. Probier es doch einfach mal aus mit einem anderen Getränk, was auch warm ist, so wie Decaf Coffee oder Malzkaffee oder wirklich so einen puren Kakao morgens oder so. Und ja, und so habe ich dann langsam aber sicher wirklich den Kaffee hinter mir gelassen für jetzt. Ich meine, ich sage, das ist nicht so, dass diese Dinge für immer sein müssen, aber jetzt gerade aktiviert mich der Kaffee und ich brauche vor allen Dingen als neue Mama, ich schlafe natürlich nicht so, wie ich normalerweise schlafe, ich habe nicht so viel Zeit, ist klar, also ja, um all die Dinge zu tun, die halt mir auch wirkliche Ruhe, innere Ruhe ermöglichen, und deswegen ist es natürlich nicht förderlich, da so Kaffee drauf zu ballern für mich. Und ja, ich habe es jetzt einfach ausgetauscht mit einem anderen warmen Getränk und mir geht's so gut. Also es ist unfassbar, was das mit meiner Energie nochmal gemacht hat, was das nochmal mit meinem inneren, ausgeglichenen Zustand gemacht hat. Also von daher, ja, die Intuition, die leitet einen da schon in die richtige Richtung, ja. Aber natürlich ist der Verstand manchmal so, nee, was, ich muss aufhören, Trash-TV zu schauen? Das wird, was? Nein, ja. Übrigens auch etwas, was mir meine Intuition gesagt hat, mal Netflix für eine Weile wirklich das Abo abzustellen. Ich war so, nee. Aber ich habe es gemacht und ja, jetzt verbringe ich abends einfach damit, entweder an meiner Vision zu arbeiten oder Yoga zu machen oder gehe einfach super früh schlafen, ja, und schaue mir jetzt nicht nochmal irgendwas an, was in ganz vielen Fällen auch so unterbewusst eigentlich so aktiviert, so Serien und solche Sachen, ja. Also du musst für dich rausfinden, was es von deinen Zielen braucht, ja, also welche Version deiner selbst braucht es. Das ist dein Job, das herauszufinden. Das kann ich nicht für dich machen. Aber
zünde eine Kerze an, Handy aus, nimm einen tiefen Atemzug, mach eine kleine Meditation in der Stille und dann setz dich hin und dann frag dich, okay, Universum, ja, was brauchen diese Ziele von mir? Welche Version meiner selbst? Welche Identität braucht es? Weil wir manifestieren aus dieser Identität heraus, aus diesem Seinszustand heraus. Frag dich, was braucht es für tägliche Routinen, Rituale? Was kann ich loslassen? Was darf ich einladen? Mit wem darf ich mehr Zeit verbringen? Dann schreib einfach mal drauf los und schau, was passiert. Genau, und dann sind wir schon bei Tag Nummer 3 angekommen und da ging es dann auch um den vierten Schritt in meiner persönlichen Manifestationsformel und zwar um die Heilung. Es ging vor allen Dingen um deine alte Identität, weil, weißt du, wir haben uns jetzt mit deiner neuen Identität beschäftigt, was es braucht, um deine Ziele zu manifestieren, aber die Identität, die du jetzt gerade lebst, auch wenn sie dir nicht dient, deine Traumbeziehung zu manifestieren oder finanzielle Freiheit oder die Dinge, die du willst im Außen, hat sie dir auf andere Art und Weise gedient. Sie hat dir dazu gedient, dass du ein Gefühl von Vertrautheit und ein Gefühl von Sicherheit hast. Es ist eine Identität, die du auch irgendwann geschlussfolgert hast aufgrund der Erfahrungen, die du gemacht hast. Vor allen Dingen im Alter zwischen 0 und 7 und auch ein bisschen drüber hinaus. Aber die meisten Glaubenssätze, Überzeugungen, Prägungen, Meinungen, die kommen aus deiner Kindheit, vor allen Dingen aus dieser Frühkindheit, 0 bis 7 Jahre. Ja, also du kannst dir vorstellen, du bist wie so ein unbeschriebenes Blatt, du bist wie so ein Schwamm, der alles aufsaugt. Alles, was du in deinem Umfeld wahrnimmst, was du hörst, was du siehst, so wie mit dir gesprochen wird, so wie deine Eltern miteinander sind, die Beziehungen, die dir vorgelebt werden, die Beziehungen, die deine Eltern, deine Bezugspersonen zu Geld haben, zu Arbeit haben, zu Erfolg haben. Ja, das wird dir alles quasi vorgelebt. Da musste ich an so ein Experiment denken von, ich glaube, die haben das mit Flöhen gemacht, aber auch mit Heuschrecken. Die haben zum Beispiel so gewisse Heuschrecken in ein Glas gepackt und haben da oben Löcher reingemacht, sodass sie atmen können, dass da Luft reinkommt. Und dann sind diese Heuschrecken immer wieder so gegen diesen Deckel gesprungen, weil die natürlich raus wollten aus dem Glas. Und irgendwann haben die dann den Deckel abgemacht und haben festgestellt, dass obwohl jetzt die Heuschrecken wieder rausspringen könnten, haben sie es nicht gemacht. Also die sind nur noch so hoch gesprungen, bis wohin der Deckel gab. Und das Interessante war, dass die auch währenddessen, die in diesem Glas waren, haben sie auch quasi Eier gelegt und die sind dann auch geschlüpft. Und die kleinen Heuschreckenbabys, ja, die sind auch nur bis zum Deckenrand gesprungen. Also die sind auch nicht raus aus dem Glas gesprungen. Das zeigt einfach nur, dass wir das machen, was unsere Eltern machen. Ja, we model what our parents showed us. Also wir tun das, was so auch unsere Eltern quasi für uns als möglich gehalten haben. Und das heißt, wir machen den nach. Ich sehe das jetzt schon bei meiner kleinen Tochter. Weißt du, wenn ich irgendwie die Zunge raussteck, dann steckt sie die Zunge raus. Also sie macht mir jetzt schon nach und sie ist 6 Monate alt. Ja? Deswegen werde dir mal bewusst, was du auch bei deinen Eltern abgeschaut hast. Weil das Geile ist, dass wir jetzt das Bewusstsein haben. Und aufgrund dessen, dass wir dieses Bewusstsein jetzt haben, können wir natürlich Dinge verändern. Das ist ja das Schöne. Ja? Das heißt, wirklich festzustellen, boah, was habe ich für Prägungen? Was habe ich für Meinungen, über Beziehung, über Geld, über mich selbst. Also was habe ich auch geschlussfolgert über mich selbst? Es kann auch sein, dass zum Beispiel du, wie viele Frauen, so einen krassen Drang zum Perfektionismus haben oder auch einen krassen Drang zum People-Pleaser-Modus. Das ist ein sehr, sehr, sehr weit verbreiteter Glaubenssatz. Vor allen Dingen bei uns Frauen ist sowas wie, nur wenn ich perfekt bin, dann werde ich geliebt. Nur wenn ich es allen recht mache, dann werde ich geliebt. Ja? Und das ist natürlich in deinem Unterbewusstsein verankert. So, das ist deine quasi jetzige Identität. Jetzt hast du dir vielleicht gestern ich rede jetzt vom Workshop, also jetzt hast du dir vielleicht gerade deine Ziele aufgeschrieben, du hast dir die Frage gestellt, was braucht es, also welche Identität braucht es? Okay, ich will zum Beispiel eine erfolgreiche Business gründen und damit 10.000 Euro netto Umsatz im Monat machen. Okay, das ist mein Ziel, was braucht es von mir? Ja, welche Identität? Okay, die Version meiner selbst, die kommuniziert klar, die geht los für ihren Traum, die baut ihre Webseite und kreiert vielleicht einen Instagram-Account und macht vielleicht da mal ein Live und geht raus und verhandelt mit Menschen und bietet ihr Produkt an, ja. Und dann aber auf einmal kommt es in die Umsetzung. Und jetzt nochmal kurz zu unserem Gehirn. Wir sind 5% Bewusstsein und 95% Unterbewusstsein. Das hat uns jetzt
die Wissenschaft ein Glück schon bewiesen. Das heißt, jetzt gerade musst du dir mal vorstellen, du hörst mir gerade zu und du nutzt gerade nur 5% deines Gehirns. 95% ist unterbewusst. Das heißt, mit diesen 5% hast du dir dein Ziel gesetzt, weil das ist dieses Bewusstsein, womit du Pläne schmiedest, womit du Ziele setzt, ja, womit du zuhörst. Und 95% aber sagen, nein, nein, nein. Das heißt, da braucht es Bewusstsein und da braucht es vor allen Dingen Deep Healing, weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, super, ich habe mein Ziel und ich weiß jetzt auch, was es braucht an täglichen Dingen zu tun. Das heißt, okay, du baust deine Website, du gehst los, du kommst in die Umsetzung. Und dann aber auf einmal geht es darum, diese Webseite zu veröffentlichen und auf einmal wirkt dein Unterbewusstsein und da wirkt dieses Ding von, nur wenn ich perfekt bin, dann werde ich geliebt. Und auf einmal fängt dein Quatsch hier an, laut zu werden. Oh, warte mal, das stimmt noch nicht und das stimmt noch nicht und dies hier und warte mal, da ist noch vielleicht ein Rechtschreibfehler und das sollte ich nochmal überprüfen lassen und lass mich hier nochmal eine andere Person fragen. Und auf einmal gehst du nie raus mit dieser Webseite. Ja. Oder du lernst einen interessanten Menschen kennen, einen Mann, der für dich einfach extrem attraktiv ist. Und auf einmal weißt du, dass es diese High-Value-Version deiner selbst braucht. Du hast diese Identitätsarbeit gemacht, du hast aufgeschrieben. Und du weißt, okay, ja, um wirklich meine Traumbeziehung zu manifestieren, darf ich Nähe zulassen, ich darf mich verletzlich zeigen, ne? Less perfection, more connection. Ich darf meine Bedürfnisse kommunizieren, ich darf meine Grenzen setzen. Aber du hast ja gelernt, nur wenn du es allen recht machst oder wenn du perfekt bist, nur dann wirst du geliebt. Und auf einmal wirkt dein Unterbewusstsein und er fragt dich zum Beispiel, hey, nach dem ersten Date willst du mit mir nach Hause kommen? Und eigentlich willst du das nicht, weil du magst ihn und du findest ihn attraktiv, aber du bist noch nicht bereit, mit ihm nach Hause zu gehen und ja, mit ihm vielleicht zu schlafen oder so. Aber es wirkt der Glaubenssatz, hey, nur wenn du es allen recht machst oder wenn du perfekt bist, nur dann wirst du geliebt. Und auf einmal tust du etwas, was nicht deiner Authentizität entspricht. Und anstatt zu sagen, hey, ich mag dich, ich finde dich extrem attraktiv und es gibt vielleicht auch einen Anteil in mir, der sagt, hey, geh mit ihm nach Hause. Aber trotzdem sage ich jetzt nein und würde mich total freuen, wenn wir uns nochmal sehen für ein zweites Date. Ja. Das wäre aus deiner High-Value-Woman-Version heraus und aus deinem verletzten innerlichen Kind heraus, ja, weil das sind diese zwei, ja, diese zwei Anteile, mit denen wir hier arbeiten. Das haben wir im Workshop nochmal tiefer besprochen. Aber letztendlich aus diesem verletzten innerlichen Kind heraus, weil die Prägungen ja von 0 bis 7 stattgefunden haben, willst du es jetzt genau richtig machen für ihn. Nimmst du deine Bedürfnisse und packst sie unter den Tisch und packst die Bedürfnisse von jetzt zum Beispiel diesen Menschen an die erste Stelle. Ja, weil du gelernt hast, meine Bedürfnisse werden eh nicht erfüllt und wenn ich vor allen Dingen meine Bedürfnisse ein bisschen runterschraube, dann bekomme ich mehr Liebe, dann bekomme ich mehr Aufmerksamkeit, weil du die Erfahrung gemacht hast, eventuell, als du ein kleines Kind warst. Ja, das heißt, hier gilt es natürlich innere Kindarbeit. Och, wenn du da wirklich in die Heilung gehen willst, ich lade dich herzlich zu Manifest Like a High Value Woman ein, weil das ist natürlich in so einer Podcast-Episode und auch in so einem kleinen Workshop, das kann man nur in einem ganz kleinen Rahmen machen, weil das ist sehr tiefe Arbeit und da brauchst du meiner Meinung nach auch ein bisschen Support. Also es ist etwas alleine, das ganz alleine zu machen ist, ja, nothing is impossible, aber es ist nicht etwas, was ich unbedingt empfehlen würde, komplett alleine zu machen. Ja. Aber trotzdem, du kannst hier schon mal wenigstens anfangen. Du kannst ein Bewusstsein schaffen für dein innerliches Kind, für dein verletztes innerliches Kind, für deine Glaubenssätze, für die Dinge, die du halt in deinem Unterbewusstsein verankert hast. Und wenn du dir jetzt fragst, ja, okay, wie werde ich mir meinen Glaubenssätzen bewusst? Werde dir bewusst, was du im Außen immer wieder manifestierst, weil du manifestierst aufgrund dieser unterbewussten Überzeugungen. Wenn du immer wieder einen ganz bestimmten Art Menschen in dein Leben ziehst, dann hat das was mit dir und deinen unterbewussten Überzeugungen zu tun. Wenn du immer wieder dich in Geldsituationen bringst, die einfach nicht besonders geil sind, dann hat das was mit deinem Money-Mindset zu tun oder mit deinem, mit deiner Money-Story hat das was mit was zu tun. Weil auch wieder hier, wenn du als Ziel aufgeschrieben hast, ne, in 2024 habe ich ein monatliches Einkommen von 10.000 Euro netto durch meine Selbstständigkeit oder habe eine Gehaltserhöhung oder whatever. Und du aber unterbewusst auf dem Standpunkt stehst, dass Geld in irgendeiner Form
gefährlich ist. Und zwar, weil du die Erfahrung in deiner Kindheit gemacht hast, dass deine Eltern sich vielleicht viel gestritten haben wegen Geld, dass vielleicht nicht viel da war, dass du vielleicht mit ganz viel Geld sogar groß geworden bist, aber dass quasi du aufgrund dessen keine Zeit von deinen Eltern bekommen hast, sondern einfach nur das Geld. Sondern das heißt, du hast auch damit Geld mit irgendwas Negativem verbunden, warst so, oh, ich bekomme hier einen 50-Euro-Schein, aber dafür ist Mama den ganzen Tag weg. Ja, das heißt, es ist wichtig, dass du für dich da mal ganz konkret quasi aufschreibst, was du mit den Dingen verbindest, die du manifestieren willst, unterbewusst. Und da sind wir dann wieder, was wir in Tag 1 im Workshop besprochen haben, bei der Bewusstseinsarbeit. Dass du dir bewusst wirst, was du unterbewusst so für Glaubenssätze hast. Das ist auch nicht von heute auf morgen. Das ist wirklich im Alltag deine Gedanken beobachten, deine Reaktion beobachten. Dinge wie zum Beispiel, ich gehe in einen Laden und schaue mir erstmal so die Preisschilder an, vor denen ich mir überhaupt anschaue, ob ich dieses Kleid, wo ich mir gerade erstmal das weiße Preisschild anschaue, ob ich das Kleid überhaupt mag. Das kann dir schon einiges über deinen Geldglaubenssatz, ja, oder über deine Geldglaubenssätze sagen. Ja, Momente, wo du merkst, boah, sobald ich einen Mann sehe, den ich extrem attraktiv finde, packe ich den sofort auf ein Podest, ja, und versuche sofort perfekt zu sein und versuche sofort irgendwie alles recht zu machen. Spannend, interessant, okay, ist das jetzt aus meinem innerlichen Kind heraus, aus meinem Verletzten, oder ist das aus der High-Value-Version meiner selbst heraus? Warte mal, komm, ich schaue mir doch mal diese High-Value-Version meiner selbst an, die es braucht, um die Ziele zu manifestieren, die ich mir wünsche. Spannend. Also da kommuniziere ich meine Bedürfnisse und gehe los, ja. Genau. Das Ding ist aber, jetzt kommen wir zu Tag 4 vom Workshop, das ist natürlich in so Momenten, wo du dann merkst, okay, ich habe dieses Bewusstsein, ich merke gerade, boah krass, ich rutsche gerade voll wieder in diesen Perfektionismus-Ding. Ich finde den attraktiv, ja, und auf einmal merke ich, dass ich unauthentisch werde. Okay, spannend, ich merke das schon, ich habe das Bewusstsein, geil, okay. Es braucht also von mir jetzt diese Version meiner selbst, die die Bedürfnisse kommuniziert, die Grenzen setzt, die einfach präsent im Körper ist, die zuhört, die aktiv zuhört, anstatt die ganze Zeit zu reden, weil da so viel Nervosität ist. Okay, was passiert? Ich kann jetzt letztendlich meinen Körper dabei unterstützen, diese ganzen Emotionen, die jetzt gerade da sind, weil es gerade unbequem wird, weil ich gerade gegen mein Unterbewusstsein gehe. Das musst du dir vorstellen, du hast jetzt Bewusstsein in dein Unterbewusstsein gebracht. Das heißt, du nimmst in dem Moment nimmst du wahr, wie du gerade in alten Mustern agierst. Und was kannst du jetzt tun, um quasi auszusteigen? Und da nutze ich persönlich die Körperarbeit, somatische Übungen. Natürlich hörst du jetzt nur meine Stimme, aber alleine so etwas wie, ich schüttel mich mal kurz aus. Das kannst du jetzt einfach mal kurz machen. Also wirklich schüttel mal deinen ganzen Körper. Ja, also wenn du jetzt gerade irgendwie am Autofahren bist, natürlich nicht. Aber schüttel mal deinen Körper aus, so dass du wirklich merkst, dass du diese Energie, die durch deinen Körper fließt, wirklich ja dabei unterstützt zu fließen, indem du dich ausschüttelst. Weil du kannst dir vorstellen, wie wenn ein Löwe ein Zebra jagt und dieses Zebra diesem Löwe entkommt, danach schüttelt sich dieses Zebra erstmal. Ja, warum? Weil es schüttelt quasi den Stress ab, um den Körper wieder in Balance zu bringen. Und es geht ja darum auch, wenn du aktiviert bist oder deaktiviert, also in der Hinsicht von, dass du komplett ja irgendwie so in diesem gefrorenen Modus bist oder in diesem People-Pleaser-Modus bist, dass du quasi deinen Körper ja wieder in Balance bringst. Und da hilft Schütteln nicht, wie so ein verrücktes Hühnchen ausschütteln. Ja? Was auch hilft, ist einfach auf der Brust zu klopfen. Ja? Da habe ich auch eine Übung geteilt, den Butterfly-Grip. Also wirklich deine Hände tap, 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 tap. Du kannst sogar auf deinen Oberschenkeln tap, 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 tap. Du kannst deine Füße, ja, tap, 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 tap. Also alles das, was dich quasi in deinen Körper zurückbringt, ja. Ich habe da auch bei meinen Reels, wenn du da mal durchguckst auf Instagram, da sind auch einige somatische Übungen oder halt, komm, ins Gruppencoaching. Da teile ich unglaublich viele mit dir. Das machen wir dann auch gemeinsam. Ja, dann EFT-Tapping, also wirklich auch die verschiedenen Energiepunkte auf dem Körper einfach tappen, dabei wirklich liebevoll mit dir sprechen. Also es gibt so viele verschiedene Dinge, die du tun könntest, wenn es wirklich gar nicht geht, dann unter die kalte Dusche, ja, oder wenn du wütend bist, einfach in ein Kissen reinhauen, ja, einfach deinen Körper dabei unterstützen, anstatt da zu sitzen und drüber nachzudenken und wirklich diese ganzen 10 Millionen Gedanken zu haben, warum jetzt irgendetwas ist und du hättest vielleicht
hätte ich es anders machen sollen und hätte ich vielleicht beim Date lieber das erzählen sollen und oh, ich Idiot, warum habe ich denn das erzählt? Ja, oh, das war doch irgendwie nicht klug genug, das war doch nicht gut genug. Oder wenn du irgendwie einen Post rausgeschickt hast, oh Gott, das haben nur zwei Menschen geliked, oh nein. Und dann, bevor du da jetzt 10 Jahre drüber nachdenkst, komm rein in deinen Körper, unterstütze dein Nervensystem, diese Sachen loszulassen. Du tust gerade etwas, was gegen dein System geht. Und deswegen ist dein Körper extrem aktiviert. Du musst dir vorstellen, du tust gerade etwas, was du für was 95% einfach entgegenwirkt. Ja? Du kannst dir das so vorstellen, du bist gerade in deinem Leben einen Waldweg entlang gelaufen. Ich glaube, dieses Bild habe ich letzte Woche schon im Podcast geteilt, aber ich finde es so passend. Weißt du, wenn du dir einen Waldweg vorstellst, du gehst diesen Waldweg immer wieder lang und irgendwann sind da gar keine Blätter mehr, da ist kein Moos mehr, da ist einfach gar nichts außer Erde. Und du siehst einfach links, rechts Bäume und du gehst diesen Waldweg entlang. Das ist quasi deine Identität, wie du sie bis jetzt gelebt hast. So, jetzt komme ich in so einem Workshop oder in einem Podcast und sage, so, jetzt geh mal links, jetzt geh mal rechts. So, wenn du jetzt einmal links oder rechts gehst, da passiert erstmal nicht viel, weil du musst ja erstmal einen neuen Waldweg gehen. Das heißt, du darfst diesen Weg auch immer wieder gehen. Ja, deswegen auch, ne, was wir in Tag 1 besprochen haben, die täglichen Routinen, das aufzubauen. Aber dann natürlich auch festzustellen, Bewusstsein, okay, ich bin gerade auf meinem alten Waldweg. Warte mal, ich möchte ja auf den neuen Waldweg. Wie kann ich meinen Körper dabei unterstützen? Und da geht's in die Körperarbeit. Eine High-Value-Woman hat ein extrem hohes Körperbewusstsein. Ich nehme die Empfindungen in meinem Körper wahr. Ich unterstütze meinen Körper dabei, jetzt hier gerade ja das loszulassen, was mir nicht dient. Ja, also da war auch ein Beispiel von einer High-Value-Woman, die beim Workshop dabei war, die geschrieben hat, hey, also mein Ziel ist, ne, zum Beispiel finanziell frei zu sein und dafür ist es wichtig, dass ich selbstbewusst auftrete und dass ich auch unangenehme Gespräche führe. Ja, ganz wichtig, weil das ist bestimmt in Bezug auch zu Arbeit oder auch in Bezug zu Privatleben, aber es ist sehr wichtig, dass wir unbequeme Gespräche führen können. Und ja, da habe ich das Beispiel auch genannt, dass ich so war, so okay, und jetzt kommt es dazu, dass du zum Beispiel eine Gehaltsverhandlung haben musst, weil du willst finanziell frei sein, du brauchst mehr Geld, du willst mehr Geld und letztendlich geht es jetzt darum, ein unangenehmes Gespräch zu führen mit dem Chef zum Beispiel. So, jetzt nimmst du dir das vor und jetzt, boom, aktiviert dein Nervensystem, weil du damit in irgendeiner Form Gefahr verbindest. Dein Körper ist so dusch. Ja, auf einmal das Herz klopft vielleicht schneller, die Hände fangen an zu schwitzen. Es fangen an, so wie so kleine Nadeln in deiner Brust, ja, die du vielleicht spürst. Das steuert natürlich wieder Gedanken. So, und jetzt kannst du eine somatische Übung machen. Jetzt schüttel dich aus. Jetzt mach den Heel-Tap. Das ist so, du gehst auf deine Zehenspitzen und lässt dich einfach so runterfallen. Quasi auch die Übung findest du bei mir auf jeden Fall in den Reels auf Instagram. Ja, aber alleine, dass du hier ausklopfst, dich einmal ausschüttelst, dass du vielleicht in ein Kissen reinschreist, wenn du das möchtest, ja, dass du quasi deinen Körper sagst, nein, ich schaffe das jetzt, diese Gefühle da sein zu lassen und ich unterstütze meinen Körper, die loszulassen. Und dann kommen wir nämlich wieder in so eine Balance. Und dann, ihr Lieben, das ist nämlich das Schönste an der ganzen Sache, ist, wenn wir dann wieder so etwas ja, reguliert sind, dann können wir so etwas nutzen, wie zum Beispiel positive Affirmationen. Positive Affirmationen zu nutzen, wenn du auf 180 bist, ganz ehrlich, das ist wie Glitzer auf einen Scheißhaufen zu packen. Das bringt gar nichts. Ja, es bringt gar nichts. Es ist wichtig, erstmal wieder bei dir anzukommen, in deinem Körper anzukommen, in deinem Seinszustand anzukommen, in der Gegenwart anzukommen. Und dann kannst du mit dir liebevoll sprechen. Das nenne ich den Reparenting Process. Habe ich auch schon öfter im Podcast drüber gesprochen. Das sind die Momente, wo du dann liebevoll mit dir sprichst. Du bist sicher. Es ist alles okay. Ja, du bist geliebt und du bist sicher. Du darfst jetzt hier deine Bedürfnisse aussprechen. Du darfst jetzt hier bewusst neu wählen. Du darfst jetzt hier Vertrauen wählen. I choose trust. Ich wähle Vertrauen. Ich wähle Vertrauen. Und dann kommst du so viel leichter in die Umsetzung und damit wirst du deine neue Identität verkörpern und dann geht es gar nicht anders, als dass du die Dinge in dein Leben ziehst, die du dir wünschst, die Dinge manifestierst, die du dir wünschst. Und
Das ist ja die eine Sache, worum es geht. Aber vor allen Dingen wirst du dadurch eine innere Stabilität, eine innere Sicherheit verspüren, die dein Leben so unfassbar doll bereichern wird. Ja, es geht nicht darum, das perfekte Leben zu leben, dass wir nie wieder getriggert sind. Wir werden Herausforderungen haben, wir werden getriggert sein. Aber es geht darum, wieder die Wahl zu haben. Ich steige aus, ich komme bei mir an, ich wähle neu. Ich wähle Gedanken, die mir dienen, die daraufhin habe ich Gefühle, die für mich sich ja in Alignment anfühlen, die gut sind für mich, die mich vorantreiben, motivieren. Ja. Und wenn ich schlechte Gefühle habe, ist das auch okay, weil das ist auch alles nur eine Bewertung und ich kann das wahrnehmen und ich kann aussteigen und ich kann wieder im gegenwärtigen Moment leben und ich kann mich wirklich verbinden mit anderen Menschen und ich kann wirklich Nähe zulassen. Und ich kann wirklich diese Zeit auf dieser Erde bestmöglichst ausschöpfen. Ja. Und ich kann ein Vorbild sein für meine Kinder, für meine Community, für meine Mitmenschen und kann etwas durchbrechen, was sich vielleicht schon durch Generationen, durch meine Ahnenreihe zieht. Darum geht es. Das war eine kleine Zusammenfassung von meinem Gratis-Workshop. Wenn du dieses Jahr nicht dabei warst, dann es wird im August einen weiteren Gratis-Workshop geben und natürlich auch wieder das Gruppencoaching. Ich lade dich aber trotzdem dazu ein, wenn du jetzt den Impuls hast, dann sei jetzt dabei, weil es ist immer so eine Sache mit dem Warten und es wird noch ein anderer und besserer Zeitpunkt kommen. Das ist auch eher so eine Quatschi-Geschichte und da dürfen wir uns auch bewusst werden, dass wir ja immer nie den richtigen Zeitpunkt finden. Der richtige Zeitpunkt, den erschaffen wir, den finden wir nicht. Ja. Ich danke dir, dass du hier mit dabei warst. Schreib mir gerne nochmal deine wichtigsten Erkenntnisse. Schreib mir gerne ein Feedback zum Workshop, wenn du dabei warst. Das ist immer für mich etwas ganz, ganz Großartiges, davon zu lesen, wie es dir ging. Ich freue mich sehr, viele Frauen beim Manifest Like a High Value Woman im Gruppencoaching Online-Kurs begrüßen zu dürfen. Ich danke dir von Herzen, wie immer, dass du heute hier Play gedrückt hast und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder eine gute Nacht. Always remember, the best is yet to come. Deine Nicole.